Willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein paar Builds testen. Unter anderem mit dem Druiden. Der hat nämlich diese wunderbare Fähigkeit. Gestern erst gelesen. Raubtiersinne. In Panthergestalt kannst du generisch wieder innerhalb von einem Radius von 25 Metern wahrnehmen. Brauch nur Geschicklichkeit 36. Das will ich ausprobieren. Das will ich sehen. Ich will wissen, wie sich das darstellt. Sehe ich das auf der Karte? Sehe ich da irgendwas durch die Wand durch? Oder kriege ich irgendwelche Signale? Einfach nur so ein Pop-up. Von wegen, Achtung, Spieler in der Nähe. Oder werden die Geräusche lauter, sind die Schritte besser zu hören? Was auch immer. Das hat mich stutzig gemacht. Das will ich sehen. Das will ich testen. Und wie ihr seht, der ist gerade komplett nackig. Der hat nichts. Werde also versuchen, erstmal mit dem komplett auf ein klein wenig Geschicklichkeit zu gehen. Und zwar brauchen wir nur 21. Wupp, und siehe da, schon haben wir 36 Geschicklichkeit. Wunderbar, genau das, was wir brauchen. Ja, jetzt haben wir eine Katzengestalt, können wir die schon aufspüren. Und wir haben zwei Ladungen für den Baum. Ideal, wunderbar. Wunderbar. Wir gehen dazu mal auf Schloss Plus Ho, auf Locker. Und schauen uns doch einfach mal auf entspannten Wege an, wie das Ganze so aussieht. Diesen Text hier oben, der hier lang scrollt, nicht wundern. Ich bin wieder mal live und nehme es nebenbei auf. Also wir haben zwei Aufladungen für unseren Baum. Das ist natürlich im Kampf äußerst von Vorteil. Wir hätten jetzt Intelligenz noch stacken können. Intelligenz fehlt uns für 10, indem ich einen neuen Zauberstab nehme. Und noch ein bisschen was machen können. Jetzt guckt euch das mal an hier. Da ein Baum hin. Nimmst das. Noch ein Baum. Wir nehmen die Katze, wir springen. Hopp, und sie hauen nochmal direkt zu. Ist das nicht herrlich? Das ist nämlich das Schöne, wenn du als Katzengestalt, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr in der Katzengestalt den Schattenangriff macht, greifen die Bäume nochmal genau das Ziel an, was ihr gerade angegriffen habt. Ein Skelett hat Tobis Word GG getötet. Na super. Der Arme. Oh, da hinten schlägt doch wer. Da ist er. Ah, so sieht's aus. Ah, so schaut's aus. Herrlich. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen überrascht, der Mistkerl. Gebe ich zu. Haben wir einen. Mach dir die Tür wieder zu. Wo ist der lang? Ah, ist abgehauen, der Mistkerl. Na gut, hier oben ist auch eins zum Abhauen. Aber schön, wir wissen jetzt, wie es aussieht. Finde ich gut. Weil sonst nicht so spannend. Ich dachte, ich krieg den da irgendwie weiter in den Raum reingelockt, kann ihn da mit Bäumen zuzaubern und ihn dann auseinanderpflücken. Das war leider nicht so der Fall. Da hinten sind Spieler! Ich komme mir zur Hilfe! Excellent. Den nächsten haben wir. Excellent. Yeah, haben wir sie alle. Da haben wir sie alle zerledert. Man nimmt Spieler innerhalb des Radius wahr, genauso habe ich sie vorgestellt, von wegen, ja, so, was das ein Wallhack ist. Genau so habe ich sie vorgestellt. Jo, das war der Guide, der Test zu dem kleinen Druiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch mehr.